Hallo und herzlich willkommen, liebe Crysis 3-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute gebe ich euch die Möglichkeit, mal einige Blicke hinter die Kulisse von Crytek zu werfen, beziehungsweise hinter die Kulissen des Crysis 3 YouTuber-Events, welches am 23. Januar in Frankfurt quasi direkt im Crytek-Hauptquartier stattfand. Viele bekannte Namen wie Gronkh, Sarrazar oder Pete Smith waren mit mir gemeinsam vor Ort, um eben den Multiplayer und Teile des Singleplayers im Vorfeld auszuprobieren und auch ausgewählte Szenen davon genau für euch mitzuschneiden. Ich wünsche euch einfach wie immer viel Spaß beim Video. Hallo liebe YouTubers, willkommen zum Crysis 3 YouTube Event. Es ist das erste Mal, dass wir sowas haben, was natürlich sehr spannend für uns alle ist hier. Deswegen freuen wir uns sehr, dass ihr gekommen seid und hier zum ersten Mal Weltpremiere von euch, also für uns auch, ja, dass die fremde Leute zum ersten Mal Crysis 3 anspielen dürfen. Ganz spannend, weil die ganze Zeit man nicht weiß, wie gut das Spiel wirklich ankommen wird, ja, letztendlich. Man versucht natürlich durch sogenannte Mock-Reviews oder irgendwelchen Focus-Group-Tests und so weiter ein Handle davon zu bekommen, wie gut das Spiel wird. Aber letztendlich entscheidend ist, Gamers wie ihr und unsere Spielefans draußen, ob sie das Spiel wirklich mögen oder nicht. Ja. Und deswegen ist es für uns ein ganz spannender, besonderer Tag heute. Ich freue mich ganz sehr, weil auch Crysis 3 von uns, also für uns, auch was ganz Besonderes ist. Es ist das beste Crysis-Spiel soweit. Es verbindet die Stärken von Crysis 1 und baut auf auch die Stärken von Crysis 2 auf, nimmt die Schwächen von Crysis 2 ab, sozusagen. Und damit ist es das beste Spiel von Crytek so bisher. Und ich hoffe, ihr seht es genauso gut oder genauso wie wir, ja, und werdet auch genauso viel Spaß an dem Spiel haben, wie wir den Spaß daran hatten, das Spiel zu machen. Ja, es hat lange gedauert, viel Schweiß, Tränen und Blut, ohne Blut, ist geflossen bei der Entwicklung von Crysis 3. Und wie gesagt, das Team ist auch mächtig ausgelaugt und stolz dementsprechend. Und ja, und ich freue mich, dass ihr heute gekommen seid. Ihr werdet heute Crysis 3 Singleplayer Sample, also eine kleine Portion vom sogenannten Swarm Mission spielen. Und ihr werdet auch dann eine Multiplayer-Runde zocken. Und ja, und ich freue mich auf euer Feedback. Ich bin sehr gespannt, wie ihr es mögen werdet oder wie ihr es machen werdet. Ja, das Deutsch ist ein bisschen für mich schwer letzte Zeit, weil ich spreche kaum Deutsch, nur noch Englisch. Also ich hoffe, ihr werdet es richtig gut finden. Und ich bin auch dann verfügbar, falls ihr persönlich auch Feedback geben wollt. Würde mich ganz sehr freuen. Ja? Also, viel Spaß heute und viel Glück. Und ja, toi 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 und gutes Recording. Danke. Ja, soweit. Das war die Begrüßung von Shavadjali. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. War nicht ganz so leicht für mich. Auf jeden Fall war das wirklich eine nette Sache, da nochmal so in Empfang genommen zu werden. Anschließend wurden noch so ein paar Worte von Electronic Arts und der Crytek Presseabteilung erzählt. An der Stelle vielleicht einmal vorweg recht herzlichen Dank für die Einladung. Das war wirklich ein super Tag. Und ich habe mir gedacht, ich lasse euch nochmal so ein bisschen dran teilhaben, was da überhaupt so abgelaufen ist, beziehungsweise wie das Ganze so behind the scenes läuft. Grundsätzlich waren wir natürlich da, um Gameplay genau für euch aufzunehmen, aber man kann vielleicht anhand der Bilder sehen, das war eine recht lockere Runde, es gab sogar Crysis-Törtchen und ChrisP88 hat hier den Affen für die nächste Gamescom-Verlosung schon mal von allen unterschreiben lassen. Also so war es irgendwie ein ständiger Wechsel zwischen Zocken, Spaß haben, sich das Studio angucken, sich was von Entwicklern erklären lassen. Debito-LP war genauso da wie Pete Smith, Gronkh, Sarrazar, Under Serial, Seekin, Chris von Game Insight war mit da, Fössel war mit da, Commander Krieger leider krank geworden, mit Fieber daheim zu Hause und so war ich dann der Letzte im Bunde, der sich hier den Kopfhörer aufgesetzt hat. Angespielt wurden an dem Tag quasi exklusiv schon die Beta, die jetzt am 29. Januar für alle erscheinen wird. Also zwei Multiplayer-Karten, zwei Multiplayer-Maps. Wir haben auch ein bisschen was von dem Entwicklertool gesehen. Wir haben eine Crytek-Rundführung bekommen, also wie es wirklich so behind the scenes aussieht. Also wenn die Leute das Spiel programmieren. Wir haben an fetten Rechnern gespielt. Es wurde gekickert. 3970er Prozessoren standen zum Einsatz bereit und dann konnte es eigentlich abgehen. Hier sieht man gerade, wie ich den Countdown an meiner iPhone-Stoppuhr starte, um hier Arrow to the Knee
Einfach mal fröhlich frei loszocken. Gespielt werden konnte mit Maus und Tastatur oder eben mit dem Gamepad. Das war beides durchaus möglich. Nomad, Psycho, Alcatraz und Prophet waren dann quasi die Vorboten für Crysis 3. Und es wurde eben gezockt, was das Zeug hält. Ja, teilweise wurde es auf einem Beamer im Hintergrund präsentiert. Teilweise wurden auf dem Beamer ganz einfach gezeigt, wie die Crytek Engine funktioniert. Pete Smeed kam hier mit Equipment noch und noch. Gronkh noch ein bisschen verschlafen, tauchte glaube ich erst so gegen 12 Uhr auf und es folgte wirklich eine Multiplayer-Runde nach der anderen. Wenn man vielleicht mal so ein erstes Fazit von dem Game ziehen will, ja, das ist hier im Übrigen ein Überblick über die Crytek Studios bzw. über eins der Mitarbeiterbüros. Also das war wirklich ein sehr schnelles, ein sehr flüssiges Spiel mit einer sehr, sehr genialen Grafik. Mike Reed stand uns hier noch Rede und Antwort. Das Interview reiche ich dann auch nochmal in Kürze nach. Also besonders beeindruckend war ich eigentlich, wie hoch der Detailgrad ist, selbst innerhalb des Multiplayers. Ja, also was da erzeugt und kreiert wurde von den Entwicklern war also wirklich phänomenal. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich bin nun mal halt absoluter Crysis-Fan und freue mich tierisch auf Crysis 3. Ich habe jeden Teil teilweise wirklich mehrfach gespielt, mit Mods, ohne Mods, am PC, an der Xbox, und dann ist es also wirklich toll und wirklich ergreifend, wenn du mal bei einem Entwickler vor Ort bist und siehst, mit wie viel Begeisterung an allen und Ecken und Enden irgendwie was von diesem Spiel entsteht. Ja, das ist total genial. Wenn ich zum Beispiel jetzt bei EA zu Besuch war, was ja einer Publisher ist, in Köln, dann bist du halt quasi in der Marketing, in der Verkaufszentrale und so, aber hier wird das Spiel gelebt, hier entsteht das Spiel, hier sind die Leute, die wirklich die Level designen, die Aliens kreieren und so, und es waren halt viele Sachen dabei, die durften auch nicht gefilmt oder nicht gezeigt werden, hunderte von Artworks und so Clipboards mit Story-Abläufen und also da waren auch so Kreativbüros, wo die Grafiker einfach waren, sowas, was wir jetzt sehen, wo dann an den Scheiben mit irgendwelchen Fettstiften so Aliens gemalt waren, Figuren gemalt waren, die vielleicht hinter im Spiel auftauchen. Das war so, du merkst es richtig, das Spiel entsteht hier, das Spiel lebt hier, und das war für mich also wirklich ganz toll. Ich hoffe so, die paar Bilder, die ich euch hier so reichen kann, vermitteln euch so einigermaßen, wie es da so abläuft. Also alles ist sehr relaxed, jeder geht aber trotzdem irgendwie sehr präzise seiner Arbeit nach und für mich einfach ein super geniales Erlebnis. So, in den nächsten Tagen wird es dann auch nochmal ein bisschen Gameplay von Crysis 3 geben, was vom Multiplayer und ab Februar dann auch nochmal vom Singleplayer. Ich hoffe, das kleine Video behind the scenes hat euch ein bisschen gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.